Moin Leute, da bin ich mal wieder mit einem neuen Guide für den nächsten Legacy Dungeon in dem Fall. Wir haben jetzt den ersten Legacy Dungeon abgeschlossen und jetzt gehen wir im Prinzip wieder zurück ja, zu Godric, dem Verpflanzten, zu dem Site of Grace, wo wir im Prinzip aufgehört hatten. Theoretisch. Ich habe euch ja noch gezeigt, wie man die Rune kriegt. Und genau, von hier aus können wir im Prinzip dann auch weitermachen. Genau, hier seht ihr nochmal auf der Karte, wo ich bin. Hier sage ich nochmal Hallo. Und genau, hinter uns sehen wir schon ein fettes Tor. Da müssen wir gleich durch, um im Prinzip dann auch zum nächsten Legacy Dungeon, aber auch eben zum nächsten Gebiet zu kommen. Und ja, im Prinzip ist das Ganze relativ simpel. Ich drehe mich hier nochmal, gucke mir die Landschaft an. Und jetzt geht's dann auch schon weiter. Und ja, dann mache ich hier mal das Türchen auf. Das knarzt ordentlich, das gute Tor. Da sehen wir schon den Thron von Godric, dem Verpflanzten. Der hat sich es hier immer gemütlich gemacht. Und im Hintergrund sehen wir auch noch Godfrey, seinen Vorfahren, könnte man sagen. Den ersten Eldenlord, der die Zwischenlande im Prinzip vereint hat. Und der dann von Queen Marika verbannt wurde. Und genau. Dann laufen wir hier ganz einfach in den Keller rein im Prinzip. Können wir auch ohne Probleme machen. Hier sind keine Gegner oder so. Und nehmen dann gleich auch schon den Hinterausgang hier mal runter. Genau, gar kein Problem. Und dann kommen wir auch schon durch den Hinterausgang zu. Na komm, na komm, na komm. Leonia. Das Seenland. Da vorne können wir auch schon unser nächstes Ziel erspähen. Nämlich, ja, im Prinzip Raya Lucaria, die Zaubererschule. Erinnert mich immer so ein bisschen an Hogwarts, genau vor uns. Und genau, dafür sehen wir hier im Prinzip erstmal schon mal das erste Site of Grace, was wir mitnehmen können, wenn wir wollen. Wissen wir aber natürlich nicht. Ich setze mich hier kurz ran. Verpasst meinem Charakter hier noch ein schönes Level ab und dann geht's im Prinzip auch schon weiter, ne? So, nach dem Level Up geht's dann im Prinzip auch schon weiter. Da vorne sehen wir schon mal eine neue Church of America im Prinzip. Da können wir auch einfach mal eben links oben reinspringen. Denn in der Kirche wartet ein kleines Upgrade für unsere Tränke. Na, können wir mal eben easy mitnehmen. Ich habe das schon getan. Rechts davon finden wir noch so einen Zauberer-Dude, von dem können wir uns im Prinzip so eine Zauberschriftrolle snacken. Das mache ich jetzt aber nicht, ich bin ja kein Zauberer. Dementsprechend können wir links einfach wieder raus und dem Weg einfach weiter folgen. Ich werde das Ganze auch einfach kommentieren, bis wir tatsächlich auch in Raya Lucaria angekommen sind. Ich habe allerdings wie immer ein paar Kapitel eingefügt, da könnt ihr dann einfach skippen, wie ihr das möchtet. Hier sehen wir ein Lager, da können wir uns durchkämpfen oder rechts das Ganze einfach überspringen. Ich entscheide mich natürlich für Letzteres. Wir wollen uns nicht zu lange mit so kleinen Gegnern aufhalten. Wir wollen ja so schnell wie möglich in den nächsten Legacy Dungeon tatsächlich rein. Hier sehen wir nochmal ein Site of Grace. Und bei dem Händler kriegen wir ein sehr nützliches Item, nämlich die gute alte Laterne. Mit der haben wir dann Licht in dunklen Höhlen, müssen aber gleichzeitig nicht eine Fackel halten, haben also beide Hände frei und können kämpfen. Der einzige Nachteil von der Laterne ist halt, ist nicht so hell wie die Fackel. Ja, da vorne sehen wir schon mal so ein kleines Mauerstück mit einer Lampe und diesen komischen Lampen, den können wir im Prinzip folgen, bis wir tatsächlich in der Stadt, die vor der Akademie ist, ankommen. Ich werde mir jetzt gleich nochmal rechts eben kurz die Karte mitnehmen. Dafür müssen wir nur die drei, vier Gegner da eben platt machen. Mit dem aufgelevelten Charakter gar kein Problem. Solltet ihr im Prinzip nicht meinem Guide gefolgt sein, mein Einstiegsguide, und ihr fangt wirklich mit einem normalen Charakter an, dann solltet ihr so ein bisschen vorsichtiger sein nach Godric. Die könnten trotzdem noch relativ stark sein, die Viecher. Ne? Genau. Dann folgen wir hier dem Weg einfach weiter. Den Typen, den verpassen wir mal eben ein, weil wir es können. Zack. Und dann können wir im Prinzip weiterreiten. Da vorne sehen wir noch ein Site of Grace. Könnt ihr mitnehmen oder nicht. Das bleibt euch überlassen, wie immer. Und wir folgen weiter diesen Geisterlichtern, bis wir halt, ne, am Ende angekommen sind.
Hier rechts wird gleich ein Charakter erscheinen, der für eine spätere Quest noch wichtig ist. Wenn ihr das Ganze machen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Dieses rechts in so einem komischen Pavillon oder was das ist. Wir werden weiter dem Weg folgen. Links findet ihr noch ein Side of Grace, wenn ihr da oben hochgeht. Rechts kommt nachts tatsächlich ein relativ starker Boss, den ihr definitiv am Anfang noch ignorieren solltet. Der erscheint dann genau hier abends, aber nur abends. Und ja, ne? Wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, weiter dem Weg folgen. Gleich stoßen wir auf Hummer. Riesige Hummer, die tatsächlich ziemlich nervige Gegner sind. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr im Prinzip an den Fühlern nicht über die Fühler reitet. Die sind nämlich am Pendium, da seht ihr schon links, ne? Schön dran vorbei. Nicht berühren, sonst stehen die auf und schießen euch die ganze Zeit mit so einem komischen Blubberstrahl ab. Als wären die aus Pokémon. Und da links sehen wir schon Side of Grace und ein weiteres Kartenstück. Beides habe ich mir schon geholt. Jetzt gehen wir kurz in die Karte und gucken im Prinzip, wo wir den Schlüssel für die Akademie finden. Ist im Prinzip genau links daneben, weil ohne diesen magischen Schlüssel kommen wir tatsächlich nicht in die Akademie rein. Hier zeige ich das auch nochmal. War gerade ein bisschen schnell. Genau, wundert euch nicht, weil ich die ganzen Side of Grace hier schon aktiviert habe. Ich habe Matti noch geholfen mit dem Charakter, glaube ich. Der hat nämlich jetzt vor kurzem auch dann endlich den zweiten Legacy Dungeon besiegt. Ihr folgt im Prinzip weiter dem Weg im Video. Dann erscheint hier gleich auch noch so ein kleines goldenes Bäumchen. Da können wir uns direkt wieder ein Upgrade für unseren Trank, ne, mitnehmen. Ist natürlich auch sehr praktisch. Hier in der Gegend ist auch eine relativ coole Waffe. So eine lustige Eisaxt. Muss ich mal gucken, wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Ganze nochmal in der Beschreibung, wo ihr die findet. Zack, die goldene Saat nehmen wir mit. Und dann geht es im Prinzip auch wieder heiter weiter. Den Weg ignorieren wir links und folgen immer dem Wegpunkt, den wir gesetzt haben. Schon mal kurzer Spoiler gleich, wird ein Drache im Prinzip an so einer kleinen Felsformation liegen. Hinter dem Drachen findet ihr den Schlüssel, den habe ich mir bereits besorgt. Dementsprechend leuchtet da bei mir nichts mehr, lasst euch davon nicht irritieren. Und lasst euch auch nicht von dem Drachen irgendwie abschrecken, den müsst ihr nicht besiegen, ihr müsst einfach nur hinter den Drachen den Schlüssel klauen und dann könnt ihr auch direkt wieder abhauen. Genau, da sehen wir schon links den Drachen jetzt rumliegen, rumlungern. Wie gesagt, keine Angst. Der braucht ein bisschen, bis er aufgestanden ist und euch endlich angreifen kann. Wie gesagt, hinter dem Drachen, da liegt so ein komischer Typ. Und da krallt ihr euch einfach den Schlüssel von dem da. Schlüssel nehmen und wieder abhauen. So, ganz einfach im Prinzip. Und wie immer, lasst euch nicht von dem Drachen in dem Fall abschrecken. Der ist kein Problem. Den müsst ihr nicht besiegen. Noch nicht. Könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, aber das ist ja nicht unser Ziel hier in dem Fall. Wir reiten einfach von ihm weg und links ist gleich auch schon wieder ein Side of Grace. Dem könnt ihr euch annehmen oder nicht. Das bleibt ja wie immer euch selbst überlassen. Wir müssen jetzt im Prinzip einmal ein bisschen ein Stück weiter weg, da hinten hin, wo ich jetzt gleich eine Markierung setze. Oh, habe ich schon, sehe ich gerade, genau. Da hinten, da ist nämlich gleich so ein Luftstrom, mit dem könnt ihr dann wieder einmal nach oben springen mit einem Geistersprung und landet dann im Prinzip direkt vor dem, ich weiß gar nicht, was es ist, Südtor, Westtor, Osttor, was auch immer. Und da könnt ihr dann im Prinzip auch in die Akademie direkt rein und betretet damit den zweiten der, keine Ahnung wie viel, Legacy Dungeons.
So, da links sehen wir jetzt dann auch schon diesen Geisterstrom, diesen Luftstrom, der uns nach oben trägt gleich mit einem schönen Doppelsprung. Na, einmal springen und ab geht's nach oben. Wunderschöner Sternenhimmel und wir landen fast direkt vor dem Toren von Raya Lucaria. Da ist netterweise auch schon mal ein Site of Grace. Das könnt ihr aktivieren, wenn ihr möchtet oder auch nicht. Und dann begeben wir uns direkt in die Akademie. So, Siegel untersuchen. Ab geht's rein durch Gleis 9 3 Viertel. Jetzt lädt das Ganze natürlich ein wenig und da sind wir auch schon in Raya Lucaria im Prinzip, also fast zumindest. Aber wir drehen uns einmal um und sehen, ui, da können wir durchreiten tatsächlich. Denn weiter hinten befindet sich im Prinzip wieder ein kleines goldenes Bäumchen, mit dem wir dann eine goldene Saat einsammeln können und so, um unsere Tränke zu verbessern. Zack, haben wir uns geschnappt. Und jetzt können wir weiter dem Weg folgen zum Legacy Dungeon. Raya Lucaria. Nicht wundern, bei mir ist der Fahrstuhl hier oben und nicht unten, weil ich hier schon mal drin war. In der Regel sollte der unten auf euch warten. Und wie immer der Tipp mit Fahrstühlen, wenn ihr oben angekommen seid, schickt den am besten direkt wieder runter. Denn wenn ihr oben sterben solltet und am Site of Grace hier vorne spawnt, könnt ihr direkt wieder zum Fahrstuhl hinrennen. Das mache ich gleich tatsächlich unbeabsichtigt oben. Ja, leider fehlt Elden Ring hier in diesem Fall immer schöne Fahrstuhlmusik. Und da sind wir auch schon angekommen. Blub. Na, seht ihr, unbeabsichtigt. Und da sehen wir auch schon Hogwarts aka Raya Lucaria. Die Akademie von Raya Lucaria. Wunderschön. Sehr schönes Design auf jeden Fall. Und da oben sind gleich so zwei kleine fiese Drecksäcke, die uns mit Magie beschießen die ganze Zeit. Vor denen braucht ihr keine Angst zu haben. Rennt als Nahkämpfer einfach hin und verpasst denen ein paar. Die halten nämlich nicht so super viel aus. Und die Zauber von denen sind zwar so ein bisschen homing, also die verfolgen euch so ein bisschen, sind aber jetzt nicht so unfassbar genau, dass die euch wirklich immer treffen. Ihr könnt denen also einigermaßen leicht ausweichen. Und ja, im Prinzip könnt ihr dann jetzt auch, nachdem ihr den Ort einmal untersucht habt, direkt hinrennen. Ihr seht schon, ich stürme direkt drauf zu. Einmal ausweichen, nochmal ausweichen und eine verpassen, zwei verpassen, dann ist weg. Der auch. Und da hinten seht ihr direkt den nächsten Fraggle. Allerdings funktioniert er etwas anders. Denn der Gute kann sich Hilfe holen, beziehungsweise kriegt Hilfe. Na, ihr seht schon, da droppen zwei Dudes runter, zwei Puppen. Und ihr geht einfach so ein bisschen die Treppe runter. Wartet, bis die zwei Puppen kommen, haut die um. Ein starker Hieb, da ist der erste schon weg. Und der zweite folgt zugleich. Bei dem Typen ist es tatsächlich ganz lustig, der wird euch jetzt die ganze Zeit erstmal beschießen. Wenn ihr aber hinter der Ecke hier wartet, dann wird es ihm tatsächlich irgendwann langweilig und er kommt langsam aber sicher auf euch zu und ihr müsst ja, im Prinzip nichts weiter machen als zu warten. Ne? Da seht ihr schon. Der läuft jetzt langsam auf euch zu, stoppt, glaube ich, kurz vor dem Tor. Das heißt, ne, ist nicht mehr so viel Weg, dass er großartig zaubern kann. Mir ist das Ganze zu langweilig, ich gehe direkt hin und verpasse ihm eine. Und jetzt könnt ihr links im Prinzip dann schon weiter eurem Weg folgen. Nochmal links findet ihr ein Site of Grace, falls ihr das benötigt. Generell empfehle ich ja immer, die immer mitzunehmen. Aber ich ignoriere das, weil ich es schon getan habe und laufe direkt weiter. Wundert euch nicht, jetzt wird es ziemlich düster. Und hinter jeder Ecke wartet so ein komischer Typ. Wenn die euch zu fassen kriegen, dann saugen die euch nicht nur Leben aus, sondern auch Mana. Dementsprechend solltet ihr aufpassen, dass die euch nicht erwischen. So, hier wird es auch ein bisschen tricky. Links oben auf so einer Erhöhung sind nämlich so Puppen, die euch die ganze Zeit mit Pfeilen beschießen. Hinter euch ist jetzt ein Hund. Und hinter jeder Ecke lauert wieder einer von diesen Zombies. Wenn ihr schnell genug seid, dann ist das allerdings weniger ein Problem. Zack.
Da haue ich mir direkt den Hund weg, damit er mich nicht großartig mehr verfolgt. Und ihr seht schon rechts so einen komischen Fahrstuhl, den kennt ihr eventuell aus meinem Einstiegsguide. Genau. Und hier sind wieder zwei Hunde, die mir auf den Nerven gehen. Die sind jetzt aber auch nicht so ein großes Problem, wenn ich den mal treffen würde, jetzt zum Beispiel. Und genau, dann nehmen wir jetzt einfach den Fahrstuhl, gucken nochmal, wer uns verfolgt. Keiner. Und genießen ein wenig die Aussicht. Sollten allerdings auch aufpassen, dass wir den Ausstieg nicht verpassen, denn sonst könnten wir zermatscht werden. Jawohl, da sind wir im Prinzip wieder an einem Side of Grace angekommen. Also Raya Lucaria ist halt echt reich bestückt mit Side of Grace, ne? Da vorne seht ihr einen Typ mit Schwert und Schild. Da könnt ihr ruhig direkt hin und dem eine verpassen. Der ist zwar relativ stark, aber das passt schon. Da vorne seht ihr jetzt links und rechts zwei Dudes, die in Bücher vertieft sind. Auf jeden Fall anschleichen, weil so könnt ihr den ersten schon mal mit einem Backstep ordentlichen Schaden zufügen. Gerade auch, wenn ihr mit einem normalen Charakter hier seid. Zack. Zack, da ist der erste schon weg. Und der zweite wird mit einem Sprungangriff vernichtet. So, jetzt unbedingt weiterschleichen ab der Treppe, denn da sind jetzt mehrere Zauber und ganz links ist noch ein Cousin von Alexander. Dementsprechend solltet ihr so ein bisschen aufpassen. Ne? Da ist schon wieder so ein komischer Krugkrieger. Da könnt ihr ruhig ein bisschen näher ran jetzt, damit er aktiviert wird. Den zieht ihr jetzt erstmal raus. Der sorgt nämlich immer für Chaos. Und macht den schön, ne, ein bisschen weiter weg platt, damit euch die Magier nicht angreifen. Der wird jetzt erstmal runtergerollt kommen. Macht er noch Beyblade. Zack. Und Angriff. Na, der wird mich jetzt einmal kurz zermatschen. Hotsch. Dank der guten Rüstung des Kriegers ist das kein Problem. So, der ist down. Normalerweise würde ich mich jetzt anschleichen und den ersten wieder einen Backstep verpassen und dann die anderen drei mir krallen. Allerdings, ja, ist der Charakter stark genug, dass er die mit zwei Schlägen wegmacht oder mit einem. Und dementsprechend ist das kein Problem. Wir werden von hinten angegriffen. Gehen wir auch einmal durch. Zack. Lassen ihm auch mal eine. Und ihm auch noch mal eine. Und dann ist die Sache auch gegessen. Genau. Da kommt schon der nächste. Da würde ich euch auch empfehlen, die langsam aber sicher einen nach dem anderen runterzuziehen. Da sind, glaube ich, insgesamt drei Magier, meine ich, und ein Nahkämpfer. Und ja, ne, wie gesagt, der Charakter ist stark genug, dass wir die eigentlich relativ schnell platt machen können. Deswegen sprinte ich da jetzt einfach rein. Gleich und mach die einen nach dem anderen platt. Schnapp mir aber erst noch das, was in der Truhe ist. Ein Ritualtopf. Damit kann man Bomben machen. Das ist ganz lustig. Oh, so, der wird mich angreifen. Kein Problem. Den Typen da vorne mache ich auch eben kurz weg. Die sind, na, ihr habt es schon gesehen, so ein bisschen fies, weil die so Zauberangriffe drauf haben. So, jetzt nehme ich mir kurz einen Trank und dann geht's auch schon weiter. Zack, zack, treffen kann er nicht. Deswegen habe ich ihn auch besiegt. Und da sehen wir schon ein Boss-Tor. Dahinter wird jetzt ein riesiger roter Fuchs warten, der ziemlich stark ist. Also, was heißt ziemlich stark? Der hält nicht viel aus, ist aber sehr schnell und kann euch auch den ein oder anderen Angriff in einer Reihe reinziehen. Dementsprechend, gerade als wenn ihr gerade mit einem normalen Charakter hier seid, würde ich euch empfehlen, die Qualle zu nehmen als Geisterbeschwörung oder generell hier auch jemanden zu beschwören. Das könnte euch deutlich das Leben erleichtern in dem Fall. Ich gehe jetzt hier einfach so rein. Und ihr werdet gleich sehen, selbst ich mit dem relativ starken Charakter für den Anfang habe so mein ein oder anderes Problemchen mit dem. Ich habe immer generell so ein paar Probleme mit so ganz ja, schnellen Gegnern, sage ich mal. Weil ich da die Timings immer nicht so hundertprozentig drauf habe. Vor allen Dingen bei dem hier, weil ich den halt echt nicht so super oft bekämpfe. Oder bekämpft habe. Ich weiß gar nicht, glaube ich, habe ich jetzt viermal oder so platt gemacht. Oder fünfmal, sechsmal, irgendwie so. Das Ding ist ja auch, dieses Vieh taucht im Prinzip, weiß ich nicht, ein, zweimal im ganzen Spiel auf. Deswegen hat man da nicht so hundertprozentig die Moves drauf. Ihr seht schon, er kann zaubern, der ist schnell. Und das ist immer eine fiese Kombination. Und macht selbst bei meinem Charakter noch relativ viel Schaden. Hält aber, wie gesagt, auch nicht so viel aus.
Also jetzt ein Sprungangriff zieht ihm, weiß ich nicht, ein Fünftel von seinem Leben einfach weg. Und da kriegen wir einen Speicherstein, der ist gut für Magier, da könnt ihr dann nochmal mehr Zauber mitnehmen. Hier haben wir dann das nächste Side of Grace. Genau, kurz rasten, einmal vielleicht leveln, wenn es passt. Jawohl, passt. Schön mehr Leben. Und dann können wir im Prinzip auch schon wieder weiterziehen. So, dann geht's hier im Prinzip dann auch schon langsam aber sicher weiter. Ich hoffe, ich... Ja, doch, okay. Ich dachte jetzt erst, ich stand hier zu der Zeit noch länger rum, aber ist nicht der Fall. Wir folgen jetzt dem lustigen Weg weiter, können hier schon mal uns genau was anschauen. Da ist eine Rampe, die wird gleich noch interessant. Und wir springen hier aber einmal kurz auf diesen Brunnen, denke ich mal, war es. Hier finden wir dann auch einen Steinschwertschlüssel, von dem kann man nie genug haben. Genauso wenig wie von, richtig, der goldenen Saat, um unsere Tränke zu verbessern. Da hinten ist nämlich eine versteckt. Die nehmen wir einmal mit. Zack. Und dann rennen wir auch schon weiter. Hier wartet nämlich ein Gegner auf uns, den einmal ausweichen. Der kann uns nämlich umarmen, was wir nicht möchten. Und da vorne sehen wir dann so Streben, auf die wir drauf springen können. Auch so kleine Steinteile. Genau. Und dann sehen wir gleich, von da oben wird eine Kugel jetzt runtergerollt kommen. Der müssen wir gleich ausweichen. Das ist aber relativ easy. Lasst euch da jetzt nicht wieder in Panik versetzen. Ne? So, zack. Dann springen wir einmal rüber. Und wir halten uns rechts, weil ihr der Kugel da jetzt relativ easy ausweichen könnt. Ihr seht schon, zack. Ich hätte auch einfach durchrennen können. Ja, ich hätte nicht mehr ausweichen müssen. Und hier seht ihr jetzt da vorne einen Gegner, der echt ein kleiner Drecksack ist. Der hat mich, glaube ich, hier beim ersten Mal tatsächlich platt gemacht. Und genau, der kann zaubern. Der hat ein relativ gutes Schild. Generell ein relativ gutes Gleichgewicht. Das heißt, ihr werdet ihn mit euren Schlägen jetzt nicht unbedingt immer aus der Fassung bringen. Und ja, da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, selbst mit dem Charakter hier, den wir uns im Einstiegsguide zusammengebastelt haben. Der Angriff tut richtig weh. Da auf jeden Fall aufpassen. Ne, und ihr seht, er hält ordentlich was aus. Dafür, dass wir halt echt schon relativ stark sind. Und hier mache ich halt echt einen Fehler. Und zwar lasse ich mich hier in diesen Gang drängen. Was für ihn auf jeden Fall das bessere Szenario ist, weil er durch seinen Zauber immer nur schön geradlinig schießen muss, um uns zu treffen. Ne, er kann sich auch heilen. Ist quasi wie so ein NPC-Invader. Da seht ihr schon. Zack, Stich, Stich. Tot. Damit wir hier nicht wieder hinrennen müssen, werde ich mal eben kurz den ersten Part skippen. So, ich würde sagen, wir sind bereit für Runde 2. Jetzt mache ich den Fehler, mich hier reindrängen zu lassen. Ich werde jetzt voll auf Konfrontation gehen. Ich mache als erstes einen Sprungangriff. Hau ihm seine Deckung weg. Zack. Hau ihm noch einmal eine rein. Und schön meinen Special-Angriff gleich auch noch hinterher. Aber erstmal einen aufgeladenen. Der ist schon fast down und jetzt kommt ein ganz stylisches Finish gleich. Genau, einmal Blutung und na komm, jetzt. Zack. Easy. Genau. Wie gesagt, das Schwert von ihm ist ultra cool. Da haben wir jetzt erstmal sein Schild bekommen, der ist tatsächlich auch ziemlich gut. Und dann können wir jetzt auch schon hochfahren zum Endgegner des Legacy Dungeon Academy, Raya Lucaria. Tada! So, bevor wir da reingehen, hinter der Tür wartet jetzt im Prinzip Renala auf uns. Das ist eine Magierin und die hat ganz viele Schülerinnen, die auf dem Boden hocken. Renala selber wird über dem Boden schweben und von einem Schutzschild beschützt. Und wir müssen im Prinzip die Schülerinnen einmal kurz hauen, die uns übrigens auch angreifen, die leuchten. Die sorgen nämlich dafür, dass das Schutzschild aufrecht gehalten wird und wenn wir drei mal hintereinander eine Schülerin bzw. drei Schülerinnen gehauen haben, die so leuchten, dann wird das Schild bröckeln, Renala kommt runter, Schild zerbricht und wir können sie finally endlich hauen tatsächlich. Und je nachdem, wie schnell ihr seid, müsst ihr das halt ein paar Mal machen. Passt allerdings auf, wie lange ihr dafür braucht, denn wenn ihr zu lange dafür braucht, dann wird Renala einen Zauberspruch aufladen, der tatsächlich ganz schön reinhaut. Also ja. Wie gesagt, passt da auf jeden Fall so ein bisschen auf. Das kann nämlich ganz schön wehtun.
wehtun unter Umständen. Dementsprechend schön vorsichtig sein, ja? Und genau, ich mache das Tor jetzt hier auf. Jetzt kommt die Cutscene, dementsprechend bin ich mal eben kurz still. Little Calver. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Ja, das war's dann im Prinzip schon mit der Cutscene. Und ja, weiter geht's mit Renala. Wird jetzt hier ordentlich erstmal vermöbelt. Und ihr seht schon, immer schön die Schülerinnen hauen, die diesen Glanz um sich haben. Zack. Und jetzt seht ihr schon, diese Schutzschild geht kaputt. Renala kommt langsam runter, die Schülerinnen greifen uns auch nicht an. Wir können jetzt aber Renala richtig einheizen. Zack, zack, ein nach dem anderen hier. Und dann ist meine Ausdauer auch schon weg. Leider konnte ich sie beim ersten Mal nicht direkt kaputt hauen. Vorsicht, jetzt kommt eine Explosion, wenn sie ihr Schild wiederholt. Dementsprechend ganz schnell weg von ihr. Jetzt hauen die ihre Flammen raus, genau. Jetzt lädt sie den Angriff auf. Vorsichtig sein, da vorne ist schon mal die erste mit dem Schutzschild. Und zack, einmal Brösel. Wo ist die nächste? Links, genau. Vorsicht, die wird mit Büchern. Zweimal Brösel. Und der Reimer Brösel. Komm, zack. So. Oh, ein Schutzschild zerbröselt. Ein Sprungangriff und das war's für sie. Weiter geht's mit der zweiten Phase. Cutscene, ich bin ruhig. Upon my name as Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Renala of the full moon. And the majesty of the night she conjureth. So, jetzt ganz wichtig, sie wird einen Superangriff aufladen, also direkt hinrennen. Die braucht nämlich ewig dafür. Ja. Dann könnt ihr schon mal einen verpassen. Zack, einmal schön die Weapon Art einziehen. Danach ein schwerer Angriff, Haltung gebrochen, direkt ein Repost hinterher und nochmal ein schwerer Angriff und dann war es das auch für Renala, Königin des Vollmonds. Für die Leute, die jetzt mit dem normalen Charakter hier sind, solltet ihr ein bisschen vorsichtiger sein, auf jeden Fall trotzdem am Anfang hinrennen, ganz wichtig. Passt allerdings auf, die macht einmal eine Mondattacke, die dafür sorgt, dass ihr mehr Schaden von ihren Zaubern kriegt. Und sie kann auch ab der Hälfte Geister beschwören, zum Beispiel einen Drachen oder einen Bluthundritter. Da solltet ihr auf jeden Fall vorsichtig sein. Genau, jetzt ist Renala wieder hier. Und sie ist uns jetzt nicht mehr böse gesonnen.
Und genau, bei ihr können wir jetzt tatsächlich, wenn wir das richtige Item haben, respecken. Das heißt, wenn ihr euch denkt, boah, ich würde jetzt doch lieber einen Magier spielen oder einen, was weiß ich, Bogenschützen oder so, dann geht ihr im Prinzip zu ihr hin mit dem richtigen Item, was ihr später noch kriegt, und könnt eure Werte neu verteilen. Also alles gut. Ihr könnt außerdem tatsächlich auch euer Aussehen bei ihr ändern, wenn ihr das möchtet. Das sehen wir dann auch gleich schon. Genau, da sehen wir jetzt einmal Wiedergeburt. Das ist im Prinzip, dass wir unsere Werte neu verteilen können. Und direkt darunter sehen wir Anpassungen. Damit können wir dann unseren Charakter ein neues Aussehen verpassen, wenn wir das denn möchten. So, und im Prinzip war es das tatsächlich mit dem zweiten Legacy Dungeon der Akademie von Raya Lucaria aka Hogwarts. Ja, könnt ihr mir ja mal reinschreiben, ob ihr Bock habt, auch die anderen Legacy Dungeons noch zu sehen. Jetzt haben wir ja schon zwei zusammen. Und ja, das war es im Prinzip von mir für heute. Wenn ihr Bock habt, ne, dann kann ich, wie gesagt, nächstes Mal nochmal ein Legacy Dungeon mit euch durchgehen. Und ansonsten war es das tatsächlich von mir. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und man sieht bzw. hört sich auch beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und tschüss.